Guten Morgen zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank. Auch heute sprechen wir wieder über China. Der Titel lautet China kommt da noch mehr. Aber wir haben auch ein zweites spannendes Thema, nämlich den Ölpreis. Und heute ist die OPEC-Sitzung und dementsprechend können wir heute auch schon eine Reaktion am Ölmarkt erwarten. Das werden wir besprechen. So viel zur Einleitung. Fangen wir vielleicht direkt an, nochmal mit einer alten Folie von Michael Winkler letzte Woche, aber die passt natürlich heute immer noch. Chinas Zentralbank hat am Dienstag, 24.10., eine Flut von Maßnahmen angekündigt, um den Immobilien- und Finanzsektor des Landes zu schützen. Das ungewöhnlich umfangreiche Paket umfasst Zinssenkung, was positiv ist für Immobilienunternehmen und Immobilienkredite, und auch Kapitalspritzen für große Geschäftsbanken, dementsprechend auch positiv für die Banken. So, auch diesen Chart hatten wir letzte Woche schon. Er ist ergänzt um zwei neue Balken, nämlich die am weitesten rechts sind. Was man hier sieht, ist der Hang Seng hat eine sehr, sehr starke Kursbewegung hingelegt. Seit dem 16.09. haben wir hier über 20% Kursgewinne. Wenn man sich mal die Top-Werte im HSI anschaut, Alibaba hält hier fast 100% seit dem 16.09. JD.com, das ist auch ein Unternehmen, was viele von uns kennen. Daneben war noch eine Immobilienmarktaktie, ein Autoverkäufer und ein Bierproduzent unter den Top 5 Unternehmen, alle mit sehr, sehr deutlichen Kursgewinnen über 50%. Was war schwach? Es waren die Versorger schwach und China Mobile. Das sind eher defensive Aktien, also sprich, man hat hier den Risk-On-Trade genutzt und ist eher in riskante Sektoren gegangen als in die defensiven. Was uns an China immer noch gefällt oder am Hang Seng, das KGV ist weiterhin einstellig, trotz 20% Kursgewinn. Und das Gewinnwachstum für dieses Jahr ist zweistellig. Das heißt, mittelfristig sind diese Aktien sehr günstig. Kurzfristig muss man klar sagen, ist der Markt ein bisschen überhitzt oder nicht ein bisschen, er ist überhitzt. Das sieht man im RSI. Das sieht man natürlich auch an der Kerze nach oben im absoluten Chart. Wir haben hier ein paar Gewinne mitgenommen in chinesischen Aktien. Das liegt auch daran, dass seit gestern die Golden Week angefangen hat. Das ist, sind Feiertage, die gehen etwa eine Woche lang. Das heißt, wir werden jetzt eine Woche lang keine Kursbewegung an den chinesischen Aktien sehen. Und da haben wir uns entschieden, okay, wir nehmen ein paar Gewinne mit und investieren die woanders. Wenn man sich langfristig den Hang Seng anschaut, nämlich über 5 Jahre, muss man klar sagen, ja, es ist jetzt positiv. Vielleicht haben wir hier den Boden gefunden oder eine Trendwende absolvieren wir gerade. Nichtsdestotrotz, über 5 Jahre hat man keinen Spaß mit chinesischen Aktien gehabt. Und das liegt vor allem an den Risiken, die nach wie vor bestehen, nämlich, dass es eine regulatorische Willkür gibt. Das haben wir gesehen mit Alibaba, das haben wir bei Tencent gesehen, das haben wir bei den Bildungsaktien gesehen. Also es kann immer mal passieren, dass der Staat gegen irgendwelche Subsektoren vorgeht. Dann ist natürlich auch der Punkt, traue keiner Statistik und für China gilt das nochmal umso mehr. Wir haben die USA, die im Handelsstreit mit China stehen und das wird sich wahrscheinlich auch mit dem neuen Präsident oder der neuen Präsidentin weiter verschärfen. Und wir haben die ungelöste Frage über Taiwan. Daneben haben wir langfristig ein großes Problem in China. Wir haben aktuell etwa 1,4 Milliarden Einwohner in China durch die Ein-Kind-Politik beziehungsweise durch den fehlenden Willen, Nachwuchs zu zeugen, in der aktuellen, Situation, wird die chinesische Bevölkerung auf 600 bis 700 Millionen zurückgehen bis 2050. Das heißt, die Konsumleistung wird zurückgehen und auch die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Das ist ein langfristiges Problem. Für uns, wenn wir in chinesische Aktien investieren, stellen wir uns immer die Frage, wo haben wir das beste Chancen-Risikoprofil? Ja, wir wollen China kaufen, aber wir wollen auch kontrollierte Risiken kaufen. Und da sagen wir kaufen eher den Domestic-Markt, den Domestic-Konsum, also eher Unternehmen, die nach China gerichtet sind, als auf den Export gerichtet sind, weil der Export
der unterliegt sehr oft dem Risiko von Sanktionen. Und natürlich, worauf wir achten, wir wollen Qualitätsunternehmen, also Unternehmen, die eine starke Marktstellung haben, eine solide Bilanz und eine attraktive Cashflow-Generierung. So, dann jetzt die letzte Folie zu China, beziehungsweise zum chinesischen Markt. Hier sieht man den Hang Seng Index im Vergleich zu den amerikanischen Indizes oder zu den europäischen. Wir sehen, dass der Hang Seng mit fast 15%, das ist jetzt die Monatsperformance September, deutlich besser gelaufen ist als die Amerikaner. Und die Amerikaner sind dann nochmal schlechter gelaufen als die Europäer. Das liegt vor allem daran, dass Europäer mehr China-Exposure haben als die Amerikaner, beziehungsweise stärker in Sektoren aufgestellt sind, die stärker auf China gerichtet sind. Das ist zum Beispiel Luxus, das sind die Autos, und das ist auch der Materialsektor, der ja bekanntlich aus Mining und Chemie besteht. Die Schweiz als eher defensiver Markt hat ein bisschen unter dem Risk-On-Modus gelitten. Es war die schwächste Entwicklung, vor allem getragen dann von den Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé. Im SKGB-Aktienflex, das ist unser globaler Fonds, hatten wir in der Spitze etwa 20% China-Exposure. Wie gesagt, das haben wir jetzt zurückgefahren. Das sieht man dann auf der nächsten Seite. Wir sind aktuell etwa 15% investiert und wir unterscheiden das in direkte Investments. Das ist Alibaba. Alibaba ist ein Unternehmen, was vergleichbar ist mit Amazon und eBay. Das ist Tencent. Das ist vergleichbar mit Meta, plus eine Spielekomponente. Und das ist die Hong Kong Stock Exchange, also ein Börsenbetreiber. Alle Unternehmen sind eher auf den Binnenmarkt gerichtet. Alle Unternehmen haben eine sehr starke Performance gemacht, also beispielsweise Alibaba von 80 US-Dollar auf 110 oder 107 gestern, vorgestern. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Kursperformance gesehen, die Gewichte haben sich ausgeweitet und wir haben dann gesagt, okay, hier reduzieren wir ein bisschen die Gewichte, weil natürlich jetzt nach vorne hin nichts kommt über die Golden Week. Indirekt, das sind dann Unternehmen, die einen Großteil ihres Geschäfts in China machen. Da ist vor allem Luxus zu nennen. Wir mögen die LVMH, haben wir hier auch schon mehrmals vorgestellt. LVMH hat etwa 30% Exposure zu China. Wenn sich das jetzt verbessert, sehen wir hier weitere Wachstumsimpulse. Das ist der Sektor Industrie. Industrie ist vor allem Transport. Viele Produkte müssen von China nach Europa transportiert werden und da bieten sich die Containerschifffahrtsgesellschaften an, also beispielsweise A.P. Möller-Mærsk. Aber auch Fluglinien, wie die Lufthansa, die ja auch ein sehr bedeutendes Cargo-Geschäft haben. Und letztlich natürlich auch Mining. Das hatte ich ja dann auch schon mal vor einem Monat hier dargestellt. Rio Tinto, Glencore gehören zu den größten Positionen im Fonds. Wir haben hier eine Ausweitung des Gewichts, weil die Aktien sehr gut gelaufen sind. Aber wir haben noch keine Gewinne mitgenommen, weil einfach die Aktien im historischen Kontext eher günstig sind. Wo wir Gewinne mitgenommen haben, das möchte ich jetzt gerade mal zeigen, ist bei dem Börsenbetreiber Hong Kong Stock Exchange. Die Aktie ist sehr stark gestiegen, 47%. Und da haben wir dann gesagt, okay, die Position schließen wir jetzt, nehmen die Gewinne mit und freuen uns über die Gewinne. Ich habe diese Folie deswegen mitgebracht, weil Börsen eigentlich ein recht interessantes Chance-Risikoprofil bieten. Und gerade für den Kleinanleger kann das eine Verbesserung des Portfolios bedeuten. Börsen haben ein strukturelles Wachstum. Das heißt, es gibt immer mehr Produkte, die Börsen gehandelt werden und die werden dann über Börsen gehandelt. Es gibt das Thema Vermögenspreisinflation. Desto höher der Kurs, desto mehr verdient die Börse. Börsen reagieren eigentlich eher positiv auf zunehmende Volatilität, während der Markt ja eher dann fällt. Wir brauchen keine Extremvolatilität. Das ist schlecht für Börsen, aber wenn einfach die Volatilität, beispielsweise der VIX-Indikator von 15 auf 30 hochgeht, profitieren hiervon von dem vermehrten Handeln, vor allem die Börsen. Was die Börsen immer machen können, ist das Geld zurückgeben. Sprich, wir würden immer annehmen, dass hier ein Dividendenwachstum kommt. Und wir würden auch annehmen, dass ab und an ein Aktienrückkauf
kommt. Jetzt hat aber alles seinen Preis, und viele Börsen sind schon weit oben. Dementsprechend würden wir heute nicht unbedingt die Börsen kaufen, aber man sollte sie sich vielleicht auf die Watchliste nehmen. Wir haben in Asien, Asien-Pazifik, die ASX, das ist die australische Börse, die börsengehandelt ist, die man kaufen kann. Wir haben die Japan Exchange Group in Japan und die Aktie ist natürlich im ersten Halbjahr sehr, sehr stark gestiegen, weil einfach das Interesse an japanischen Aktien gestiegen ist. Und jetzt jüngster Zeit Hongkong Exchange, auch die Aktie ist dann stark gestiegen, als das Interesse an China wieder zugenommen hat. In Europa haben wir die London Stock Exchange, die deutsche Börse, die auch im DAX ist, und die Euronext. Die Euronext ist die Börse von Paris und Amsterdam vor allem, aber es ist eigentlich die größte paneuropäische Börse. In Amerika haben wir Intercontinental Exchange und CME. CME ist die Derivatebörse. Wir haben natürlich in den USA auch Coinbase, nur Coinbase jetzt die Kryptowährung zu handeln. Das ist noch ein weiter Weg, bis wir hier ein Qualitätsunternehmen sehen, beziehungsweise ein Unternehmen wie die anderen Börsen. Also das ist eher das Schnellboot, während die anderen Aktien keine Tanker sind, sondern eher Kreuzfahrtschiffe, wo man sich ganz gut wohlfühlen kann. Also wie gesagt, sehr, sehr interessantes Chance-Risikoprofil, gerade für den, für den Kleinaktionär. Wir haben eine starke Marktstellung, wir haben eine attraktive Cash-Allokation, meistens auch eine starke Bilanz. Aber wir würden jetzt heute nicht unbedingt eine Börse kaufen, weil einfach die Börsen gut gelaufen sind. Kommen wir zu dem vielleicht spannenderen Markt, den wir uns derzeit sehr, sehr genau anschauen. Ich habe die Folien gestern Nachmittag gemacht, dementsprechend hatte ich die Geopolitik hier noch nicht berücksichtigt. Wir sehen, dass der Ölpreis eigentlich wenig macht, obwohl die Fundamentals sich verbessern. Begründet war der Rückgang des Ölpreises Mitte des Jahres vor allem mit der wirtschaftlichen Schwäche in China. Das sollte sich jetzt drehen, also eigentlich müsste das positiv sein. Wir hatten eigentlich eine Kapazitätsdisziplin in der OPEC, weil Saudi-Arabien relativ stark gedrosselt hat. Nichtsdestotrotz kam jetzt Libyen zurück. Und auch Saudi-Arabien hat sich ein bisschen anders kommunikativ verhalten. Die strategischen Reserven in China und in den USA wurden angezapft und sind auf dem niedrigsten Niveau. Das heißt, sie müssen irgendwann nachgefüllt werden. Und die Eskalation in Nahost mit dem gestrigen Angriff des Irans auf Israel und der Bodenoffensive von Israel gegen die Hisbollah hatte keine Auswirkung auf den Ölpreis. Bisher, beziehungsweise gestern am späten Abend mit den Amerikanern, hat man hier ein bisschen höheren Ölpreis gezahlt. Wir hatten dann noch das Event Hurricane im Golf of Mexico. Auch das hat stark die Ölinfrastruktur getroffen. Auch hier haben wir bisher keine Bewegung gesehen. Wir haben den Ölsektor in unseren Fonds übergewichtet, vor allem wegen der Bewertung und der Dividende und auch der Annahme, dass der Ölpreis steigt. Das Marktsentiment ist aktuell sehr, sehr negativ. Das heißt, wenn eine größere positive Nachricht kommt, kann das antizyklisch sehr, sehr attraktiv sein für den Anleger. Ich habe in diesem Zusammenhang zwei Unternehmen mitgebracht. Das erste ist BP. Hier sehen wir einfach nur eine Abwärtsbewegung. Ja, wir sehen im RSI eine negative Divergenz, die eher positiv gesehen werden kann. Wir haben hier ein neues Management, und das neue Management müsste langsam liefern. Und da vielleicht mal einfach eine generelle Regel, ein CEO braucht 100 Tage, bis der Aktienkurs sich bewegt. Das sollte man vielleicht stärker im Hinterkopf behalten. Bei BP sind die 100 Tage um. Wir haben aber auch ein Unternehmen wie Nestle. Nestle ist ja auch extrem schwach. Die haben einen neuen CEO, der ist noch keine 100 Tage drin. Dementsprechend, wenn man solche einfachen Regeln folgt, würde man heute noch keine Nestle kaufen. Das am Rande. Jetzt aber zurück zu BP. Am 26.09. sehen wir hier einen deutlichen Kursrückgang. Das lag an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat angekündigt, dass man die Preisfixierung möglicherweise auflösen wird. Das heißt, man wird mehr Kapazität in den Markt geben. Das wäre negativ. Das wäre negativ. Also vielleicht an erster Stelle, aber wir haben auch gleich ein Unternehmen
für das es positiv ist. Vielleicht noch zu BP. BP ist der drittgrößte Anbieter in den USA. Die amerikanischen Ölunternehmen haben höhere Multiples, höhere Ratings, werden attraktiver bewertet. Das heißt, eigentlich sollte das KGV von einer BP von 7 deutlich steigen und auch die Dividendenrendite von 6%. Amerikanische Unternehmen zahlen eher 4%. Und das sollte sich dann auflösen über die Kursbewegung. Das Spannende daran ist, dass genau heute die OPEC-Sitzung ist und genau heute kann Saudi-Arabien ankündigen, was sie nach vorne hin machen. Wenn sie die Kapazität gleich lassen, plus die Geopolitik oder der Nahostkonflikt aktuell, müsste der Ölpreis steigen. Davon sollte dann vor allem BP profitieren. Wenn die Kapazität gesenkt wird, erhöht wird in diesem Fall, dann profitieren davon natürlich die Öltransportunternehmen. Und dementsprechend habe ich Ihnen Frontline mitgebracht. Frontline ist ein Hedge gegen fehlende OPEC-Disziplin. Es ist eine Tankergesellschaft, ursprünglich kommt aus Norwegen. Sie wird in Norwegen gehandelt, sie wird aber auch sehr liquide in den USA gehandelt. Und Frontline profitiert davon, dass die Kapazität von Saudi-Arabien erhöht werden würde. Saudi-Arabien hat keine Pipelines, also es geht hier nur um den seebasierten Transportweg und das müssen dann Frachter machen. Die aktuellen Frachtraten lassen eine attraktive Dividende zu. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 3-4%. Und jetzt kommt der Zusatz im Quartal, nicht auf Jahressicht. Also sprich, Jahressicht sind wir eher zweistellig. Frontline profitiert davon, dass die Transportwege länger werden. Das liegt auch daran, dass wir Problematik im Roten Meer haben mit Piraten bzw. Beschuss von Schiffen durch die Houthi-Rebellen, was natürlich auch nochmal zunehmen kann. Das heißt also, die Transportwege sind eher positiv. Negativ ist hier die Schattentankerflotte, die dann aus Russland und Iran kommt, die natürlich keine westlichen Häfen anfahren können, aber die wichtigen Abnehmer in China und Indien. Das heißt also, hier hätten wir zwei Aktien, eine Aktie für steigenden Ölpreis, eine Aktie für weniger Kapazitätsdisziplin und gleichzeitig haben wir heute das OPEC-Meeting. Ich würde am Abend vielleicht oder morgen einen Kommentar hier reinschreiben, was rausgekommen ist und was wir positiver schätzen. Dementsprechend schaut gerne nach, was in den Kommentaren steht. So, jetzt haben wir den Ölmarkt besprochen, wir haben China besprochen. Mein Kollege Michael Winkler spricht gerne über Small Caps. Ich selbst sage, dass wir in den Large Caps noch so viel Wachstum haben, dass wir nicht unbedingt Small Caps brauchen, aber wir haben natürlich auch ein paar Small Caps in den Fonds und die möchte ich einfach mal erwähnen. Nicht, dass man sie heute kaufen kann, sondern eher, dass man sie sich auf die Watchlist setzt, vielleicht neue Ideen generiert. Ich habe hier mal vier Unternehmen aufgeschrieben. Die Frontline ganz zum Schluss hatten wir eben besprochen. On Holding. On Holding ist ein Turnschuhproduzent, wo auch Roger Federer dahinter steckt. Es ist ein Schweizer Unternehmen. Sie wachsen sehr stark. Vielleicht kennt der ein oder andere die Produkte von On. Es ist eine Schweizer Aktie. Sie ist ein bisschen größer mittlerweile 15 Milliarden Marktkapitalisierung, wächst sehr stark. Wir mögen die Aktie. Dann eine andere Aktie, die nur 1 Milliarde groß ist. Das ist Trupanion. Das ist ein Krankenversicherer für Haustiere. Haustiere wird per se sehr viel Geld ausgegeben. Versicherungen sind wichtig. Krankenversicherung, das Unternehmen wächst sehr stark. Allerdings bei Versicherungsunternehmen ist das oft der Fall, dass die berichteten Zahlen von den adjustierten Zahlen sehr stark divergieren. Man muss hier auf die adjustierten Zahlen schauen. Und dann sieht man, dass Trupanion da sehr erfolgreich ist. Sie hatten zwei, drei Probleme in der Vergangenheit. Wir gehen davon aus, dass sie auf den alten Wachstumspfad kommen und dementsprechend sehr stark und sehr profitabel auf Adjusted Basis wachsen werden. Jetzt habe ich natürlich darauf verzichtet, hier alle Charts mitzubringen, weil dann einfach die Präsentation so groß geworden wäre. Ich habe nur den Lufthansa-Chart mitgebracht. Lufthansa aktuell auch eher ein Small Cap.
Wir mögen die Aktie aktuell vor allem, weil der Nachrichtenfluss nach vorne eher positiv sein sollte. September ist der wichtigste Monat für das Aviation, das Personenverkehrsgeschäft. Hier erwarten wir dann die Auslastung an Mitte Oktober und dann die Q3-Zahlen im November. Wir gehen davon aus, dass das eher positiv wird. Daneben hat man noch ein Cargo-Geschäft und Cargo ist natürlich auch Richtung Weihnachten wichtig. Das heißt, jetzt die Monate werden sehr wichtig für Cargo sein und auch hier erwarten wir eine gute Entwicklung. So viel zu den Small Caps, die wir haben. Wir haben also etwa 3 bis 5% in den Fonds. Vielleicht bauen wir da ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Large Caps weiterhin interessant sind. Damit kommen wir zum Fazit. Wir haben heute mal wieder über China gesprochen, aber das zu Recht, weil die Kursperformance einfach so stark war. Wir haben davon sehr, sehr stark profitiert, vor allem über die Selektion. Das war also für den Fonds. Diese Nachricht war erstmal wichtig und vor allem, sie war auch gut. Unsere Präferenz nimmt ein wenig zugunsten Europas gegen der USA zu. Das liegt vor allem an den Sektoren, die ein hohes China-Exposure haben. Das ist Luxus, das ist Industrie, das ist Mining. Da würden wir weiterhin investiert bleiben. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass Börsenbetreiber mittelfristig eigentlich sehr interessant sein können. Ich habe mal eine Liste gegeben, was alles gehandelt wird. Und vielleicht will der ein oder andere sich diese Werte mal auf die Watchlist nehmen. Dann bin ich auf den Ölpreis eingegangen, habe darauf hingewiesen, dass heute ein sehr, sehr wichtiger Tag ist, plus der Konflikt in Nahost natürlich auch Effekte auf den Ölpreis haben sollte. Ich habe zwei Unternehmen vorgestellt, ein Unternehmen, was vom steigenden Ölpreis profitiert und günstig ist, und ein Unternehmen, was von steigenden Mengen profitiert. Wir sind kurz auf die Small Caps eingegangen. Hier vielleicht nochmal ein bisschen der Hinweis auf Lufthansa. Und was ich heute bewusst nicht gemacht habe, ich habe heute nicht über Technologie gesprochen. Technologie werden wir weiterhin so halten, wie wir es aktuell halten. Wir sind nicht auf Pharma eingegangen. Auch hier haben wir keine Änderung. Und vor allem, wir sind nicht auf Autos eingegangen. Autos haben wir nicht. Am Montag kam dann nochmal eine Gewinnwarnung von Stellantis und Aston Martin. Der Sektor ist schwierig. Wir müssen uns irgendwann den Sektor anschauen, weil er vielleicht irgendwann günstig wird. Allerdings aktuell noch nicht. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche wieder mit Michael Winkler. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Feiertag morgen. Alles Gute, Ihr Christian Gombert.